Herr Lucky, ihr habt eine beeindruckende Woche hinter euch. Zuerst den unglaublichen Sieg gegen den WRC im Cup, jetzt beim Aufstiegsaspiranten bei Austria Lustenau. Ein Sieg eingefahren, tolle Woche, oder? Ja, war zusammenfassend gesagt eine geile Woche. Der Sieg gegen den WRC war jetzt eigentlich für mich auch mit der emotionalste, wo ich jetzt bei Wacker am Platz gestanden bin. Also das war schon richtig cool. Aber ich finde, dass wir es uns auch verdient haben, weil wir einfach alles reingefetzt haben an dem Tag, was wir gehabt haben. Es ist einfach jeder für jeden gelaufen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wenn man in der 5. Minute das 1-0 macht, dass man dann einfach die restlichen 90, sage ich jetzt einmal, mit Nachspielzeit gegen die drittbeste Mannschaft von Österreich im Moment das einfach dann auch so verteidigen kann. Ich finde aber auch, dass wir teilweise Phasen gehabt haben, wo wir spielerisch auch gut mitgehalten haben. Und in Summe war es dann einfach eine geile Geschichte für den Verein und für jeden Einzelnen von uns. Und jetzt am Wochenende gegen Lustenau hat es dann einfach auch geheißen, dass wir irgendwo dieses Momentum, was wir jetzt gerade haben, dann auch mitnehmen. Weil es war eine geile Geschichte, aber wir haben keine Punkte geholt am Mittwoch. Und die brauchen wir im Moment auch noch sehr dringend, dass wir einfach dann auch die Ziele erreichen können, die wir uns vornehmen. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft. Wir haben nicht ganz das Niveau erreicht vom WRC-Spiel. Aber in Summe denke ich, dass dann auch wieder ein guter Sieg war. Du hast angesprochen, am Feld, es läuft jeder für jeden, es haut sich jeder ein. Es wirkt wie eine verschworene Truppe, wie es sein soll. Ja, ich glaube, das ist jetzt über das ganze Jahr schon irgendwo ersichtlich, dass wir sehr homogene Truppen sind, wo jeder in seiner Rolle einfach das optimal macht. Und die Kabine ist gut und das ist einfach auch ein Mitgrund, warum wir dann so am Platz einfetzen können. Deine Rolle ist die Nummer 1 am Spielfeld, im Tor. Wie wichtig ist es für dich, dass du sozusagen tatsächlich die uneingeschränkte Nummer 1 bist aktuell? Ja, fühlt sich gut an. Ich bin jetzt schon echt lang da. Ich habe lange dafür gearbeitet. Es war irgendwo, seit ich mit 17 dahergekommen bin, irgendwo mein Ziel, die Stellung so einzunehmen. Und jetzt ist es halt so. Und ich genieße das einfach auch und versuche einfach auch mit guten Leistungen das auch zu bestätigen und auch auf der Mannschaft viel zu helfen. Bei dir selber läuft es ja wirklich, wirklich gut, bis auf diese kleine Verletzung, oder klein, bis auf diese Verletzung, die du gehabt hast, wo du aber richtig schnell wieder zurückgekommen bist. Und jetzt ist natürlich bei mir am präsentesten da den Reflex gegen den WRC, wo du den Ball an die Stange gelenkt hast. Sensationell. Ja, die Verletzung, das war bitter mittendrin, eben weil es halt in einer Phase passiert, wo du das nicht möchtest. Weil du hast lange genug dafür gearbeitet und jetzt möchtest du einfach jeden Tag jeden Spieler auskosten, beziehungsweise mit der Mannschaft am Platz stehen. Das ist aber Gott sei Dank einfach wirklich sehr unkompliziert und sehr schnell. Dann nach 2 Wochen wieder gut gewesen. Und ich war dann einfach auch froh, dass das dann einfach Verletzung war, wo du keinen Rhythmus verlierst, sondern wo du eigentlich wieder einsteigst und sofort da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Und der Ball gegen den WRC, der war cooler. Aber es ist auch notwendig, dass dann auch so eine Mannschaft drüber kommst, und das ist auch meine Aufgabe und deswegen stehe ich am Platz. Ihr überzeugt durch begeisterten Fußball. Die Fans haben eine große Gaudi mit euch. Es macht richtig Spaß, euch zuzuschauen. Ich glaube, es merkt es auch, dass was von den Rängen zurückkommt, oder? Ja, also die Stimmung im Stadion ist so positiv wie fast nie. Wir haben Aufstiegsjahr gehabt, da war die Stimmung auch gut, aber das ist irgendwo mit der Dauer auf der Folge irgendwo klar. Es sind jetzt die Anzahl, sage ich mal, hält sich jetzt in der Summe in Grenzen. Dafür ist einfach die Stimmung umso besser. Und das merkt man einfach dann auch am Platz, dass das unserer Mannschaft auch ein paar Prozent noch gibt. Also wir sind Gott sei Dank eine Mannschaft, die das positiv aufnimmt,
die einfach aus der Stimmung Energie schöpfen kann. Mhm. Und ja, eben so wie es gegen den WRC war, dann lässt sich einfach auch jeder irgendwo von der Stimmung anstecken und dann stecken wir uns ja gegenseitig an und dann, ja, dann haben wir einfach eine Körpersprache am Platz, die gut ist. Die Stimmung stimmt nicht nur im Stadion, sondern jetzt habe ich gerade ein richtig, richtig gutes Training von euch gesehen. Die Stimmung passt auch hundertprozentig im Training, war sehr, sehr intensiv, mit viel Zug drinnen. Das ist genau das, was man jetzt für das nächste Wochenende braucht. Ja, wir müssen da drauf bleiben. Das ist die Marschroute. Wir haben jetzt ein Spiel vor der Länderspielpause, da gibt es einfach auch nicht mehr alles einzufetzen. Und da zählt jedes Training, jeder Tag. Und ja, dann schauen wir, dass wir da am Freitag ein ähnliches Ergebnis haben. Ja, wir sind schon mal beim Spiel am Freitag. Wir empfangen den Tabellenführer Austria Klagenfurt. Wird sicherlich eine ganz heiße Partie. Was hast du für Erwartungen? Ja, ist sicher eine gute Mannschaft. Aber es ist jedes Spiel in der Liga irgendwo. Es gibt irgendwo keine schlechte Mannschaft danach. Es ist jedes Spiel umkämpft und das Gleiche erwarte ich mir dann auch am Freitag wieder. Ja, ungeschlagener Tabellenführer, da brauche ich dann keinen motivieren. Und wir wollen unser Spiel aufziehen und einer auch zahlen. Ja. Die letzten Spiele, in den letzten Spielen, da waren wir jetzt immer Außenseiter. Ganz klar. Liegt uns die Rolle? Ich sehe das in der Liga so, dass jeder jeden schlagen kann. Also es ist ja von außen sein Außenseiter. Das nehmen wir auch gerne an. Aber ja, am Schluss zählt dann das Ergebnis. Ich gehe davon aus, dass ihr einen ähnlichen Matchplan verfolgen wird wie in den letzten Spielen gegen den Tabellenführer. Das ist immer richtig gut aufgegangen. Ja, also nur mal, wir haben gegen Rieder verloren, wo wir eigentlich gewinnen können, sage ich mal, oder wo wir einfach viel mehr sehr gute Leistung zeigen. Ja, aber ich denke, wenn wir einfach den Matchplan so wieder durchbringen, dann ja, schaut das auch gegen den Tabellenführer zumindest nach einer sehr guten Partie aus. Okay, Luki, dann hoffe ich, dass das gelingen mag. Ich bedanke mich sehr fürs Interview. Alles, alles Gute für dich. Gerne. Danke.